Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag Mabacher. Diesmal ist es eigentlich ein Special, und zwar ein Mr. Lulz Special. Mr. Lulz ist ein Fan von mir, der mir auf Twitter folgt und brav meine Videos anschaut. Ich danke dir dafür. Du hast mir jede Menge Fragen geschickt und auf die werde ich jetzt eingehen. Bild hinter der Couch. Das ist das, das bei meinen Montagswitzen immer zu sehen ist. Ihr seht es hier nur angeschnitten. Dieses Bild entstand mit zwei Künstlerinnen und einem Fotografen. Die haben das für eine Ausstellung am Spittelberg hier in Wien gemacht vor einigen Jahren. Da ging es darum, man soll in einem Foto Innen-Außenwelten thematisieren. Und der Fotograf ist eigentlich ein Pressefotograf, der vorwiegend für den Standard, für der Standard arbeitet. Und der hat mich bei einer Demo, irgendeiner Demo auf der Straße gesehen und gefragt, ob ich da gerne mitmachen möchte. Und als Dankeschön, dass ich da mitgemacht habe, habe ich dann einen großen Abzug von diesem Bild bekommen. Und mir gefällt das Bild sehr, sehr gut. Darum habe ich das aufgehängt und ich möchte mich auch bei den dreien nochmal bedanken für das tolle Bild. Es macht mir auch jetzt nach Jahren immer noch große Freude. Lieblingshonig. Ehrlich gesagt, Honig ist für mich Honig. Ich habe da keine speziellen Sorten. Ich esse nicht sehr viel Honig. Ich habe meistens einen zu Hause, aber der hält ewig. Ich bin mehr der Marmeladebrotesser. Oder Nutella. Bitte, wir sind hier im Internet und wir sind alle Freunde und haben uns alle lieb. Also bitte, du. Wobei ich jetzt sagen muss, Mr. Lulz, darf ich dich Lulz nennen? Ich hoffe auf jeden Fall, dass das okay ist. Gut, erste Frage, was sind meine Lieblingseissorten? Ich mag Vanille, ich mag Haselnuss auch ganz gerne, Banane, aber das muss wirklich selbst gemacht sein und gut. Nutella, es ist leider auch saugeil. Weniger die Fruchtsorten, also die wirklichen so Erdbeer und so, das ist nicht so meins. Schoko, Vanille, Banane, das ist so gut. Ich brauche keine fancy Stückchen drinnen. Oder eigentlich Frojo. Frozen-Joghurt. Ist eigentlich so auch ohne Krimskrams dazu. Nur Klecks, Frozen-Joghurt, da brauche ich keine Soßen, gar nichts. Ich kannte die beiden nicht. Erst dadurch, dass ich sage jetzt du zu dir. Lieber Mr. Lulz, erst als du sie genannt hast, habe ich mir angeschaut, was die machen und ja, ich kenne sie nicht, ich weiß auch nicht genau, was ich mit ihnen anfangen soll. Generell kann ich mir Kooperationen mit YouTubern vorstellen. Es ist immer die Sache, ob man auch eine gemeinsame Sprache hat und ob es irgendwie ein gemeinsames Miteinander gibt, ob da irgendwas Gemeinsames da ist. Beim Hannover Guide und Drachenlord sehe ich das jetzt nicht so, aber ich will niemals nie sagen. Raul.de, natürlich kenne ich den Raul, ist ein Freund von mir, er war auch schon ein paar Mal in Berlin bei ihm, er war auch schon bei mir in Wien, ist Spitzentyp, Hochachtung, er hat sich gerade jetzt vom Ministerium angekettet, glaube ich, in Berlin, wegen dem Gleichstellungsgesetz. Und das ist echt eine ziemlich arge Sache, was da in Deutschland gerade abgeht. Ich halte ihm alle die Daumen und es wird uns in Österreich auch nicht anders gehen. Es wird aber ziemlich weird abgehen hier. Drum, kurze Rede, langer Sinn. Ich kenne Raul, ich mag ihn, er mag mich und wir sind Freunde. Gerne und
wir überlegen auch schon, Dinge zusammen zu machen, aber es ist jederzeit busy und es wird schon noch irgendwas sich ergeben. Ich bin 77 geboren. Ihr dürft jetzt selber rechnen. Ich habe 4 dauerhafte Assistenten, 2 Assistenten, die privat assistieren und 2 Arbeitsassistenten. Die Assistenten für privat werden von der Stadt Wien oder vom Land Wien bezahlt und die Arbeitsassistenten werden vom Staat bezahlt. Das heißt, Arbeitsassistenz in Österreich kann im Grunde jeder Mensch mit Behinderung beantragen. Persönliche Assistenz ist, also für den Privatbereich, ist ein bisschen schwieriger. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und nicht jedes Bundesland in Österreich bietet Assistenz. Und allgemein gilt, es ist so, auch die, die Assistenz bekommen jetzt Assistenz nicht unbedingt bedarfsgerecht. Das heißt, wenn Leute sehr, sehr viel Assistenz brauchen, und das würde bedeuten, sie bräuchten sehr viele Stunden an Assistenz, dann kann es sein, dass nicht alles vom Land Wien jetzt zum Beispiel übernommen wird. Und da ist die österreichische Behindertenbewegung gerade dabei, einzufordern, dass es bedarfsgerechte und einkommensunabhängige Assistenz gibt. Und zwar in allen Bundesländern. Ja, es ist ein Kampf, genauso wie in Deutschland, das sieht man ja jetzt gerade. Ja, mache ich. Ich setze mich hin, nehme 10, 15, 20, solange ich eben irgendwie lustig mich fühle, nehme ich die Witze auf, habe sie dann am Computer und schneide sie dann immer für den Montag zurecht. Das ist für mich die einfachste Art, weil es wäre einfach irre, immer am Sonntagabend das zu machen, damit am Montag um 7 Uhr die Witze fertig sind. Deswegen gibt es die immer vorbereitet. Das Schneiden und Fertigmachen der Montagswitze geht mittlerweile auch ganz schnell. Das Aufnehmen ist immer das Längste, weil ich es halt doch schon über ein Jahr mache und da kriegt man manchmal ein bisschen Routine rein. Aber ich könnte es nicht machen, wenn ich es nicht alle vorher aufnehme. Das heißt, ich nehme im Jahr ca. 3-4 Mal Montagswitze auf und schneide sie dann immer jeweils zum kommenden Montag hin. Gut, ich habe gar nicht die Übersicht. Es gibt die Montagswitze, es gibt die Accessibility Checks, es gibt die Frag Marbacher, es gibt Petit Cuisine, das baue ich auch gerade aus, ist für mich selbst eine Überraschung gewesen, aber Marbacher kocht. Das letzte war eben jetzt, glaube ich, Bärlauchpesto und Geheimtipp, es kommt bald, wie mache ich Senf selbst? Noch streng geheim. Ah, könnte sein, dass es dann auch die Möglichkeit gibt, eines dieser Senfgläser zu erhalten. Also bitte, liked den Kanal und schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei. Es könnte ja sein, dass in den nächsten 2 Wochen es Senf zu gewinnen gibt. Wer weiß. Was sonst? Ich bin ständig am Überlegen. Ich habe vor, dass ich eine Marbacher Shorts mache. Das ist so, ich glaube, dass ich in einer Woche gerne Videos online stellen würde, jeden Tag eins. Und zwar kurze Videos, die ich auf Instagram gemacht habe. Einfach weil ein paar dabei sind, die wirklich gut sind. Ich möchte einmal schauen, ob sie auch auf YouTube gut ankommen. Mal schauen. Ist natürlich immer ein bisschen Probleme mit dem Format, aber ja, schauen wir mal. Dann gibt es jetzt meine Snap Week. Da fasse ich immer am Dienstag, diesen Dienstag habe ich vergessen. Aber kommt noch die Woche. Meine Snaps der Woche, die versuche ich immer runterzuladen am Handy und dann am Ende der Woche oder am Anfang der nächsten Woche
sie zu einem Video zu machen, um sie auf YouTube zu stellen. Ich weiß nicht, ob das gut kommt, sich das dann auf YouTube anzusehen, aber ich werde versuchen, es weiterzumachen, weil es für mich persönlich auch ein Snapchat-Archiv ist. Und ich verwende schon viel Energie drauf, diese Snaps zu machen. Und ich finde, manche Stories sind mir gut gelungen und ich fände es einfach schade, wenn die dann puff, weg sind. Drum mache ich dieses Snapchat-Archiv auf YouTube. Aber sonst sind jetzt so akut fallen mir keine neuen Formate ein, die ich geplant habe. Es kommt immer so, wenn es mich erwischt, bumm, und dann ist was da. Ja, es gibt bereits ein paar Interviews auf meinem Kanal. Ja, ich habe einen Blog, marbacher.com. Die Seite wurde gerade neu gelauncht, aber ich bin sehr schreibfaul. Ich habe aber vor, da mehr zu schreiben. Ich schreibe auch für ein Magazin, das heißt Behinderte Menschen. Ist aus Graz und wir den ganzen deutschsprachigen Raum an Institutionen und Abonnenten verteilt. Da habe ich auch eine Kolumne, die heißt Le Petit Fille, der kleine Mann. Und ja, diese Artikel möchte ich eigentlich dann auch auf meinem Blog veröffentlichen und so ein bisschen schauen, dass sich da was tut. Und auch meine YouTube-Videos möchte ich dann auf dem Blog mit ein bisschen Zusatztext eben veröffentlichen. Generell schreibe ich, wenn mir was unterkommt, aber nicht so regelmäßig, wie ich YouTube-Videos mache. Ja, Interviews gibt schon ein paar und kommen auch immer wieder, wenn es mir reinkommt. Also ich habe davor keine Scheu, auch Leute zu interviewen. Aber so ein regelmäßiges Interviewformat, wie es jetzt zum Beispiel Normalo TV macht, habe ich nicht geplant. Und vor allem auch nicht explizit auf Interviews mit Personen mit Behinderung. Also Interviews ja, aber dann, was gerade passt und wie es mich persönlich interessiert. Also das können Menschen sein mit Behinderung, müssen aber nicht Menschen mit Behinderung sein.